auf dem Weg zur Uni. Lukas Rübenach studiert an einer der besten Chemiefakultäten in Deutschland, der RWTH in Aachen. 8.15 Uhr. Gleich beginnt die Vorlesung Physikalische Chemie. Also es hört sich doof an, aber ich habe das jetzt angefangen. Es interessiert mich teilweise wirklich. Es ist teilweise echt hart, aber man sagt sich jetzt, viertes Semester, jetzt machen wir auch noch den Bachelor auf jeden Fall. Einen Master wird man auch auf jeden Fall machen. Der ist in den Naturwissenschaften einfach Pflicht und Doktor eigentlich auch. Und die richtige Motivation ist eigentlich einfach nur, man kann im Endeffekt wirklich neue Sachen erfinden und forschen. Und das macht irgendwo schon Spaß. Formeln ohne Ende. 8 Jahre wird sein Studium dauern. In Sicht. Die Vorlesung ist vorbei. Jetzt geht es weiter zum Praktikum. Wieder mit dem Fahrrad. Das ist schon nach der Vorlesung so 1,5 Stunden die ganze Zeit stillsitzen. Da ist schon mal Fahrradfahren. Ist schon echt gut. Ja. 10 Uhr. Im Praktikum vertieft Lukas Rübenach das theoretische Wissen aus der Vorlesung von heute Morgen. Kompliziert. Da hilft man sich gegenseitig. Wenn ich was irgendwann nicht verstanden habe, dann ist immer mein erster Ansprechpartner Kommiliton und dann kommt erst vielleicht ein Professor. Chemie soll auch helfen, die globale Ölknappheit zu überwinden. Mit Chemikalien kann man beim Fracking zum Beispiel Erdöl aus dem Gestein ausspülen. Manche sagen, das ist Gift für die Umwelt. Wie sieht er seine Verantwortung? Ich würde dann versuchen, die so zu verbessern, dass es eben keine Umweltprobleme mehr daraus gibt. Einfach eine andere Möglichkeit finden, die vielleicht umweltschonender ist. Seine Dozentin forscht daran, wie man aus Holzabfällen Biotreibstoff gewinnt. Ein Forschungsprojekt unterstützt mit Geldern der Bundesregierung. Durch solche Einblicke hat er zu seinem Studienschwerpunkt gefunden, Makrochemie. Damit könnte er im Beruf zum Beispiel selber einmal Biokraftstoff entwickeln, der eines Tages in die Massenproduktion geht. Noch schnell einen Happen essen. Er ist einer von 1200 Chemiestudenten. 14.30 Uhr, mündliche Zwischenprüfung, ganz unkonventionell auf dem Gang. Der Dozent fragt Formeln ab, jetzt ist Lukas Rübenach dran. Also zu der Klapperon-Gleichung. Wie lautet die gleich nochmal? dP nach dt, Delta ist gleich Delta S. Ich komme gerade tatsächlich nicht drauf. Er hat es nicht gewusst. Jetzt heißt es warten auf die Note. Ich fand das tatsächlich schwierig. Ja, alle auf einmal? Es war okay, es hätte besser sein können. Es war auf jeden Fall besser als meine letzten Klausuren in dem Fach. Aber es war eine 2, oder? Es war eine 2, ja. 16 Uhr, wieder Biotreibstoff. Studenten vom Fachbereich Maschinenbau haben einen Motor optimiert. Er läuft mit dem Kraftstoff, den die Chemiker aus Holz entwickelt haben. Ja, das macht es definitiv spannend. Wir haben ja dadurch den direkten Anwendungsbereich, können an uns arbeiten, können an unserem Stoff arbeiten, sehen einfach, wozu wir es gemacht haben und haben einfach ein Ziel, worauf wir hinarbeiten können im Endeffekt. 17 Uhr. Zu Hause angekommen heißt es noch büffeln mit seiner Kommilitonin. Und das geht meist bis in den späten Abend.